Hallihallo, ich schiebe heute noch ein Video hinterher. Und zwar sind wir morgen zu einem Geburtstagsfrühstück eingeladen. Und die Heike hat sich zum Geburtstag Eiskaffeegläser gewünscht. Die Eiskaffeegläser habe ich gekauft, die passenden Löffel dazu, alles super. Und jetzt hatten wir ein Problem. Ich wollte natürlich auch Milch und Eiskaffeepulver dazu schenken. Aber da wir Winter haben, beziehungsweise ja noch Februar, bekommt man Eiskaffee nicht so wirklich überall. Aber wir haben doch den Thermomix. Da hätte ich auch gleich drauf kommen können. Ist mir dann später erst eingefallen. Ja, und jetzt machen wir halt Eiskaffeepulver selbst im Thermomix. Was ich jetzt noch dazu erwähnen wollte oder vorweg, wir haben ja gerade, steht hier noch, die serbische Bohnensuppe gemacht mit Cavanossi. Den Rest der Suppe essen wir morgen. Ich fülle das jetzt aber nicht um in eine Schüssel oder in einen Kochtopf. Ich lasse das Ganze noch abkühlen. Dann stelle ich es nachher so, Deckel drauf, in den Kühlschrank. Morgen Mittag wird der Topf einfach wieder in den Thermomix gestellt und dann wärmen wir das Ganze im Mixtopf vom Thermomix auf. Können uns also sparen, auch wieder dieses am Herd stehen, umrühren, aufpassen, dass es nicht anbrennt und so weiter. Also wie gesagt, Suppen und sowas aufwärmen im Thermomix geht ganz super. 5-6 Minuten auf, ich mache meistens 90 Grad oder 80 wird auch reichen, dann kann man es gleich essen. Was man natürlich nicht vergessen darf, Linkslauf einzuschalten, weil es ist ja eine Suppe, soll ja nicht weiter kaputt gehen. Aber das nur mal dazu. Jetzt fangen wir an mit dem Eiskaffee. Und zwar, ach ja, man muss natürlich einen zweiten Mixtopf haben, sonst funktioniert das Ganze leider nicht. Aber der Trend ist wirklich da, sich einen zweiten Mixtopf zu kaufen, weil so kann man sich das echt sparen mit dem Umfüllen und so weiter. Wir sind da wegen dem Eiskaffee-Video, also los geht's. 100 Gramm löslichen Kaffee. Ich habe hier ein so ein Glas. Wollen wir mal schauen, ob das auch 100 Gramm sind. Steht 350 Gramm Zucker. Man kann auch weniger nehmen und man kann auch mit Süßstoff süßen. Wir nehmen jetzt mal 300 Gramm. Gramm Zucker. Eine halbe Vanilleschote. Eine halbe nur. Schneide ich mal so ein paar Stückchen mit der Schere ab. Und eine Prise Salz. Prise. Und 10 Gramm Kakao. Hier steht Kakao stark. Also ich habe hier immer diesen zum Backen und für Desserts. Den nehmen wir. 10 Gramm. Schauen wir mal, wie viel das ist. Ja, ein Esslöffel. Das war's an Zutaten. Und jetzt wird es nur noch pulverisiert. Vorsichtshalber gebe ich mal ein Zeber dazwischen. 20 Sekunden, 20 Sekunden nur, das ist ja Wahnsinn. Und dann haben wir das Eiskaffeepulver fertig. 20 Sekunden, Stufe 10. Ich halte euch mal rein. Eiskaffeepulver, selbst gemacht. Tada! Und weil wir nur noch wissen wollen, ob das überhaupt schmeckt, weil ich habe es auch noch nie gemacht, probieren wir das jetzt aus. Ich suche jetzt mal ein passendes Gefäß dafür, fülle das um
Und dann geht's gleich weiter beim Verkosten. Bis gleich. Hallo. Nochmal. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ich habe gerade kein passendes Gefäß gefunden. Ich habe es jetzt erstmal so eine Schüssel gegeben. Ich suche mir nachher noch ein richtig schönes Glas, wenn ich Zeit habe. Aber erstmal möchte ich jetzt wissen, ob der Eiskaffee denn jetzt überhaupt auch schmeckt mit dem selbstgemachten Pulver. Gott sei Dank hatte ich noch ein paar Eiswürfel. Für zwei Gläser nehmt ihr 100, also für zwei Gläser fertigen Eiskaffee nehmt ihr 100 Gramm Eiswürfel. 110 geht auch. 200, wir geben jetzt erst das Pulver rein. 40 Gramm von dem Pulver. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel reingeben. Ich schätze mal, es sind ungefähr 2 Esslöffel. Und 250 Gramm Milch. Eiskaffee am 24. Februar. Warum nicht? Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Verzeiht es mir bitte. Reinsetzen werde ich das Video trotzdem. Also 100 Gramm Eiswürfel sind drin, 250 Gramm Milch und 40 Gramm von dem selbstgemachten Eiskaffeepulver. 30 Sekunden. Ups. Stufe 10. Ich hole schon mal Gläser und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich komme, ich komme. Zwischenzeitlich war noch Akku leer. Aber das haben wir gut hingekriegt, würde ich sagen. So. Jawohl. Lecker Schaum drauf. So wie wir es kennen. Ich habe den Eiskaffee schon mal in anderer Form gemacht. Aber im Endeffekt von den Zutaten her ist es genau dasselbe. So, jetzt geht's los. Probieren! Für Kaffeenasen ist das Rezept super, da ich nicht so eine große Kaffeenase bin, würde ich für zwei Gläser anstatt 40 Gramm Pulver vielleicht nur 20, 25 Gramm nehmen. Süß genug ist es auch auf jeden Fall. Und so hat man immer was da. Und eins muss ich noch sagen, Eiskaffee schmeckt auch am 24. Februar. So ihr Lieben, das war das Video vom Eiskaffeepulver. Also von der Menge her, das reicht ja ewig. Obwohl wir warten erstmal ab, bis der Sommer da ist. Dann schauen wir mal, wie lange das wirklich reicht. Vielen Dank fürs Zugucken. Nochmal, vielen Dank fürs Zugucken. Heute gibt es kein Video mehr. Ich bin ja nur noch dabei, mich zu verhaspeln. Vielleicht morgen oder übermorgen. Also dann, vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, eure Tammy Maus. Ciao!